Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, Leute. Blank von ITC meldet sich zurück von Xenoblade Chronicles X und wir befinden uns auf einem neuen Kontinent, genannt Noctilum. Auf den wir sehr überraschend hingekommen sind. Irgendwie so, weiß ich nicht. Ich hätte gerne... Das sieht geil aus hier. Oh, schaut mal, was ist das denn da für einer? Ein Suite? Okay. Ich hab gedacht, das wäre vielleicht, er hätte vielleicht einen Namen oder so ein Blödsinn. Weil der Name von ihm, also sein Level so lustig markiert war. Ich würde, bevor ich die Mission ein neuer Rivale Fragezeichen abschließe, ich gerne irgendwo hier eine Sonde installieren. Das ist laut Karte nämlich möglich. Wie scheiße geil ist diese Musik. Da ist ein Wrackteil. Und keine großartigen Gegner. Mechanikstufe 1. Wie schick. Okay. Also, wo bekomme ich jetzt hier eine Sonde aufgebaut? Ich sehe keinen Lichtstrahl. Und dort hinten sind wieder nette Viecher. Bin mitten im Gebiet. Und wenn ich mich zwischen dem ganzen Geflecht hier nicht vergucke, ja, dann müsste der Lichtstrahl doch wohl hinter diesem komischen Berg oben rechts von uns liegen. Und ich würde hier wirklich sehr gerne eine Sonde hinklatschen. Oder ist es wieder der Klassiker? Ist es hinterm Wasserfall? Natürlich nicht. Wasserfall zu klein. Dann eben um den Berg drumherum. Ja, ich würde hier gerne echt noch ein bisschen untersuchen. Der Scheißberg ist zu groß. Was ist denn hier alles noch unterwegs? Ich würde gerne wirklich direkt mal... Ah, schaut mal hier, was haben wir denn da? Königsnatternpass. Du bist ein lustiger Geselle. Dich mache ich platt. Open fire! Spähen sie dir. Komisches Vieh. Ey, du sollst nicht mich zum Stolpern bringen, du Lappen. So, komm, schieß noch ein bisschen da drauf, solange bis das complete ist. Feuer! Oh, Hector benutzt auch Schild. Naja, gut, war als Protektor irgendwie klar. Klack, klack! So. Und solange der liebe Hector als viertes Mitglied in unserem Team rumgammelt... Oh, Ey, ihr da! Granate in your face! Knockdown? Na, Mist. Steht richtig schnell wieder auf, das Pissvieh. Klack! Umgekickt, Flame Grenade hinterher, danke, Spezialaura aktivieren. Du Lappen. So, müssen wir uns jetzt hier komplett... Oh, scheiße. Das wird heftig. Damon, lauf, du Idiot! Fuck! Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Warum sind die plötzlich alle so stark? Ich wollte doch nur eine Sonde installieren. Sonde? Mechanik. Stufe 2. Kacke!
Willst du mir jetzt erzählen, dass ich da nicht hochkomme? Wahrscheinlich will das Zeug noch haben. Ach, kann ich nicht im Kampf enden? Ja, dann haben wir ein Problem. Das ist echt ein riesiges Problem. Scheiße, Mann. Was ist denn da hinten los? Level 46. Ihr seid doch alle blöde. Ich will doch nur diesen Berg rauf. Okay, Punkt 1. Schnellreise zum knorrigen Drachen. Um unsere Mission zu beenden. Leviathan. Okay, cool, ein Schatz. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Das sieht so geil aus hier. Und in dieser Richtung sind irgendwo eine Sonde installieren können, aber vergiss es. Kein Stück sehe ich. Das heißt, ich werde jetzt mal sehen, dass ich unser Questziel finde. Ups. Was latscht denn da rum? Aria, die Zauberflöte. Was bist du denn? Aber irgendwo hier muss unser Questgeber-Dings sein. Dann klatschen wir das Viech erstmal um. Was auch immer du bist! Was auch immer du verdammtes hässliches Tier bist! Aggro hier hin! Kick um, Mann! SP-Aura hoch! Wer ist denn da hinten noch für ein Statist? Okay. Block das Vieh? Egal, gehen wir von hinten dran. Ist doch auch okay. Hast du immer noch Spaß an mir? Na gut. Dann setzen wir halt nochmal den Konter ein. Mit wem hast du gerade das Vergnügen? Kriegen wir doch wohl hin jetzt. Mist! Guck mich doch nochmal an, du Mistvieh. Kick up! Mist, das ist ja umgefallen und. Komm schon, nimm die Karte. Shit. Ja, das war doof getimed, gebe ich zu. Ey, dann guck mich doch an, du blödes Tier. Hallo, hier bin ich. So, irgendwie so. Alle beide, so. Mann. Ja, komm, ein Hit noch. Danke. Störst du mich nämlich jetzt erstmal nicht mehr? Vielleicht kriege ich ja irgendwas Tolles von dir. Knockdown. Natürlich wieder resistent. Was sind das für strange Moves, die das Viech zieht? Da stirb halt. War einiges.
So, und exakt hier, wo ich stehe, müsste dieser besagte Forscher sein, den wir in dieser Mission eigentlich retten sollen. Wahrscheinlich ist er wieder... Also es sieht nicht nach Höhle aus, nicht großartig, und ich falle hier gerade so ein bisschen runter. Was auch immer das für Ding ist, worauf ich hier gerade stehe. Es ist exakt hier. Sind die Waypoints mal wieder scheiße, ha? Huh? Was gibt's hier oben denn noch Schönes? Oder was sagt unser... Oh. Hallo! Hallo! Ja, ich hasse dich. Ja, sagt unser Bällchen. Och, ernsthaft, eine Katze. You're the reinforcements? Correct. You're from the escort detail, yes? Can you give me a status report? Dead. They're all dead. Those things swarmed, but the scientist survived. He hid in a vehicle further ahead. We can't waste any more time. Let's clear out the creatures ahead, then evacuate our scientist. Nein, der Mann braucht Hilfe. You wish to prioritize a nameless grunt over the life of an important scientist? Come now, be rational. Besides, that man is a professional. He'll die happy knowing his client is safe. Now follow me. We'll move quickly, but cautiously. Und wir lassen das jetzt so? Gut. Wir müssen da wohl durch, ha? Huh? Tobender Simi. Was? Okay. Tut mir leid, Bruder. Wenn du so tobend du auch bist. Ready for the fun part? Melee attack! Infuriate! Flame grenade! On the kick! Right now! It's working! That's right! Show me that! Here we go! Alter, was krieg ich denn hier gerade für? Die beiden sind ja geil! Wollt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr blocken? Scheiße. Elmar sieht nicht so gut aus. Ey, du Pisser, hier bin ich. Ich stehe hier. Ich stehe hier. Hurensohn. Ja, lad noch ein bisschen auf den Konter. Das war dicker Schaden. Ich sollte irgendwann mal das Equipment von Damon neu auswerten mit dem ganzen Dreck, den ich jetzt bekommen habe. Du bist ein lustigen Tröd. Du bist ein lustigen Tröd. Du auch. Oh, scheiße. Ja, ich fürchte, mit dem müssen wir einmal... Oh, scheiße. Der haut auf Kacke. Okay, der ist mies, der Bruder. Ja, fuck. Ja, den Kampf können wir vergessen. Mist. Ey, das Viech gibt's hier schon wieder. Blödes Trötentier.
Besiege das Diebeschiff. Oh. Hi. Wir müssen dieses Dreckslevel 15 Ding besiegen. Fuck. Ja toll, wie mache ich denn das bitte? Die scheiß Quest war für Level 12 ausgeschrieben, ihr Hurensöhne. Da gibt's kein. Gibt's doch keine ordentliche Strategie jetzt gerade, oder? Ich meine, das Spiel ist zahlenbasierend. Wie sau. Was soll ich großartig machen? Autsch. Ah nein, da warte ich jetzt aber. Die kriegen den ja wohl platt. Aber nicht in 20 Sekunden, oder? Das ist doch... Boah, ist das... Ey. Den habe ich doch eben gut... Oh. Fuck. Fuck. Was machen wir denn da jetzt? Gut, bis Level 13 fehlt mir nicht mehr viel. Sogar bis Blake Level 3 fehlt mir nicht mehr viel. Das ist ebenfalls sehr schick. Ja, das ist hier doof. Zuallererst werde ich diese blöde Tröte da nochmal klatschen. Cause of Reasons! Weil die haben wir nämlich klatschen können und es ist ein Bossmob und die lohnen sich immer weg zu klatschen. Vielleicht kriegen wir ein wenig mehr Shit. Warum steht Hector jetzt auf mich? Was ist denn eigentlich los mit diesem Vieh? Magst du mich? Nein, es mag mich nicht. Schön, dann kann ich erstmal dahinter stehen. Nice. So. Diese blöden Vögel noch kaputt machen. Wenn du sowieso auf mich guckst, dann kann ich dir auch ein bisschen Zielzwang verpassen. Und dann. Kick. Funktioniert nicht. Er trötet darum, ha? So. Ich finde das sehr, sehr schön, wie flüssig sich das Kampfsystem entwickelt hat. Im Gegensatz zu unseren Anfängen. Was will dieses Trötenviech mit seinen scheiß Moves? Ratziges Teil, ey. This, to this, knockdown, grenade, bam, noch einer, was bist du denn für, egal, den kriegen wir auch noch platt, hast du ein Problem oder was, komm her, du Lappe. Aggro. Den Konter können wir noch ein bisschen warten. Komm schon. Der lädt doch schnell auf. Stufe 2. Geht doch. Wow. Das ist echt viel Scheiße. So. Was ist denn da hinten los? Oscar vom Sommerregen. Wie geile Namen haben diese blöden Mistviecher denn eigentlich?
der war das. Ja, ich glaube, den nehmen wir uns im nächsten Part zur Brust, denn... oh, ich bin Level 13 geworden. Cool. Und Blade Level 3. Wie schön. Wie wunderschön. Gut, dann nehmen wir uns im nächsten Part den da zur Brust, gucken, was wir noch alles so equippen können. Und dann werde ich mich diesem Level 15 Bastardviech widmen. Ich denke, das ist eine ganz gute Strategie. Und wenn das dann wieder nicht funktioniert, werde ich eine Schnellreise zurück zur New Los Angeles machen müssen. Und werde mich mit dem ganzen Miranium, was wir so haben, mal irgendwie, ja, werde ich mich mal mit der Arsenalallee beschäftigen. Damit wir auch ein paar Gegner wegklatschen können, die auch nur ein, zwei Level über uns sind. Ansonsten finde ich das im weiteren Spielverlauf vielleicht ein wenig frustrierend. Gut. Ihr könntet also bitte liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Auch das gleiche gilt für Facebook und Twitter und für die Projekte von Kochinator und Malek auf unserem Kanal, auf dem ich euch wahrscheinlich noch sehr viel mehr... Warum sage ich in letzter Zeit immer wahrscheinlich? Das, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich habe das in ein paar Parts gesagt. Ich muss echt davon runterkommen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf YouTube und oder unserem Kanal. Blank out für heute.